Zap, moin Leute, Wano hier am Start und herzlich willkommen zurück zu Anno 1404 Venedig mit dem lieben O'Hare. Huhu. Hallo! Mein Finger blutet. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Naja, also jetzt sag mal, es ist blutet. Also Messer sind scharf, kleine Kinder, passt auf. Ich dachte mal, Schafe wären scharf, aber... Was ist denn jetzt hier mit meinem Kaiserdom? Ich dachte, der Stufe 2 kommt jetzt hier gleich mal. Ach, ja. Mensch. Hatte ich hier nicht noch irgendwo... Ja, gleich ist es soweit. Nein, da unten habe ich noch Stein. Habe ich noch irgendwo anders Stein? Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ihr habt ein gutes Geschäft. Was kann ich denn mal sonst noch hier machen? Ich glaube, ich könnte mal die Orientinsel hier ein bisschen weiter pushen. Zumindest meine. Ja, dass du meine nicht pusht, das dürfte eigentlich relativ klar sein. Nee, ich rede ja immer noch von Schmalzis Insel und meiner Originalinsel. Ach so. Oh Gott, die haben nicht genug Milch. Oh, das ist ja so Milchsaufen, ey. Das ist irgendwie komisch. Meinst du, das war damals eine echte Krankheit, dass Leute nach Milch süchtig gewesen sind? Kann sein, keine Ahnung. Hier auf der Braucht man Baustelle später eigentlich noch Glas Motorrad. Für das Ding? Glas wofür? Für den Kaiserdom. Glaube ich schon. In der letzten Baustufe brauchst du, glaube ich, Glas. Ja, Gott. Ja. Du kannst es sehen. Oh, jetzt hier ist Stufe 2. Es braucht wirklich nicht viel, um diese Aufgabe zu vollbringen. Wenn du die Baustelle anklickst, hast du ja... Oh. Immer für eine Überraschung. Quatsch mir nur die Bürgchen nicht rein. So, weg damit. Ach, warte, ich erzähle gleich weiter. Ja. Erstmal muss ich hier einen Auftrag. Ja. Pass auf, an einer Nordinsel kommt wieder so eine feindliche Flotte vorbei. Oh, schon wieder, Mensch. Ich habe meine Hauptflotte schon hingeschickt. Also erstmal, man braucht für die nächste Stufe des Kaiserdoms 2500 Adlige. Okay. Und du kannst sehen, halt doch mal die Klappe, Nerdyburg, meine Güte. Wenn du die Baustelle anklickst, hast du ja diese Edelsteine da, diese Leiste. Wenn du über die drüber gehst, wird dir angezeigt, was du für Ressourcen brauchst für die Stufe. Ah, okay. Mit Gottes Hilfe. Und wie viele Adlige habe ich denn jetzt? 2100. Muss ich mal hier die Steuern wieder senken? Eine Produktion kommt zum Erliegen. Es brennt. Die aufsteigen. Wo brennt's denn? Brennt? Bei dir brennt's? Es hat irgendwo gebrannt. Lukrativ. In jeglicher Ich wüsste nur nicht, wo das sein soll. Oh! Was? Alter. Los, hast du einen Schlüpper gefunden? Nee, aber ich kann jetzt Sachen bauen, damit ich den Schlüpfer besser sehen kann. Jetzt brennt es doch. Ein Brand zerstört. Ich kann jetzt eine Kupfermine, Kupferschmelze und eine Brillenmacherei bauen, weil ich jetzt genug Adlige da für den Schüssel habe. Nun, interessant, wie viele Adlige hast du denn jetzt? 2289. Oh. Ich muss jetzt halt gucken, dass ich zugelegt. Ich brauche jetzt auch 2500 für die nächste Stufe von dem blöden Dom. Ich befürchte dann fast, dass man dann bei der letzten Stufe 3000 oder so einen Scheiß braucht. 3000 was? Mit Eifer bei der Arbeit. Adlige. Ich verstehe auch den Sinn nicht so richtig, warum man, also du fängst ja nicht ein Gebäude an und sagst dann, nö, jetzt baue ich nicht weiter, weil mir zu wenig Leute in der Stadt wohnen. Ja, das ist aber auch eine Frechheit, Mensch. Das ist sowas von unlogisch. Salam aleikum. Naja, wir reden hier immer noch von einem Spiel. Naja. Ach, jetzt brennst du schon an zwei Stellen. Gabibibi. Wo soll ich denn da jetzt noch eine Feuerwehr hinklatschen? Auf zu ihm.
Auf zum Atom? Sozusagen. Okay, ich hoffe, dass das jetzt an Gebäuden ausreicht. Aber das ist echt krass, was es ausmacht, die Steuern zu senken. Damit, da wollen die ja, also... Boah. Die wollen alle aufsteigen hier. Ja. Oh, ich hab 2500. Kann weitergehen hier. Das ging ja flott. Du wirst es verschmerzen. Ja. Fand ich jetzt auch. Oh Gott, jetzt wollen die hier schon Steine haben. Oh, oh, oh. Dann holen wir mal noch Steine. Jetzt mach doch endlich das Feuer da aus, Mensch. Das gibt's, ist doch nicht wahr. Ich glaube, das Problem hatte ich vor kurzem auch irgendwie, ne? Bei einem Gewitter. Ich erinnere mich so dunkel. Ja. Jetzt muss ich erstmal hier Milchkack bauen. Was haben die für... Uff. Ach, die haben so riesige Felder. Das ist ja blöd. Dunkel war es. Der Mond schien helle. So. Eins, zwei, drei, vier. Das reicht doch nicht. Nee, eins, das reicht auch zwei, nicht. Zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Reicht es vielleicht? Lasst mich euch ein wenig hier unter die Arme greifen. Danke, Daniel. Okay, von hier aus. Eins, nee, zwei, drei, geht ja auch nicht. Vier, fünf, sechs, sieben. Ja, wir versuchen mal was. Eins, zwei, drei, vier. 1, 2, 3, 4, 5. Ich Idiot. Nee. Auf einer Handelsroute werden keine Waren befördert. Dum, 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 dum. Redest du noch mit mir? Nö. Ich bin hier gerade äußerst beschäftigt damit, meine Klamottenproduktion wieder ins Laufen zu kriegen. Alles klar. Und das könnte ein wenig dauern. Was machst du so? Ich, Milchproduktion, ne? Na, Milch. Frag und doch meine... einfach mal die, Marie. Nein! Nein! Vielleicht hat sie ja noch ein bisschen was übrig, die Milchkuh. Oh. Hilfe! Dir kann keiner mehr helfen. Ja, ich merke schon. Wo haben wir uns hier nur reingearbeitet? Ja, frag das doch nicht mich. Ich bin hier nur zu Besuch. Ich gehe auch nicht über los und ziehe auch keine 2000 Mark ein. Nicht? Nee. Na gut. Habe ich kein Geld für. Oh, jetzt wollen sie aufsteigen. So, gut, das sieht alles gut, gut aus. Das sieht alles gut aus. War auch nicht so richtig. Das sieht weniger gut aus. Das heißt, die wollen also tatsächlich, dass auf der Insel, wo der Kaiserdom steht, 2500 AD sind. Bisher gab es keine ernsthaften Unfälle auf der Baustelle. Also, erstmal Speichersimulator. Ja. Ich kann dir jetzt nicht beantworten, ob es auf der Insel ist oder insgesamt. Vermutlich auf der Insel. Das heißt, ich muss auf der neuen Insel erstmal... Aber das macht jetzt auch keinen großen Unterschied. Das dürfte produktionstechnisch schon einen relativ guten Unterschied machen. Ja, das ist mehr Aufwand, wenn du zwei adligen Inseln unterhalten willst, oder? Ja. Ja, oh, der Sturm ist vorbei. Gott sei Dank, Prisen getrommelt ist das dann etwa. Alter! Was denn? Ich hab da Zimmermannshäuser hingesetzt, ne, um die Dinger zu reparieren. Die sind eiskalt während des Sturms auch fast abgefackelt. Ich glaube echt. Super. Wo ist denn mein freies Schiff hier? Ruckelsimulator 5.0. Mein freies Schiff? Ah ja. Danach aus, dann hol erstmal die Steine hier ab. 70 Tonnen schon wieder, das finden wir gut. Die brauchen wir für unseren Dom. Wieso hatten der 5 und wieso hat der 4? Fahr best mal hier rüber, da ist mehr Platz. So. Ach, deswegen.
Und welches feiner Schiffe ist denn jetzt hier kaputt? Kaputt? Dann fahr du mal an den Reparaturkran. Die anderen sehen ja gut aus. Mensch, 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 Mensch. So, das Schiff repariert, das ist schon mal gut. Das ist total witzig, ich habe die Steuerung gesenkt und nehme trotzdem mehr Geld ein. Okay. Das liegt aber auch, glaube ich, dicken daran, dass auf einmal so eine Bevölkerungsexplosion nochmal kam. Der Babyboom. Genau. Ist alle Schiffe repariert? Nein, noch nicht ganz. Ja, da musst du jetzt aber stark aufpassen, dass die Güter nicht ausgehen, ne? Ja, das, ja. Ja, das, ja, exakt. Wird lustig. Die Bierproduktion habe ich ja auch gerade schon mal um ein Gebäude erhöht. Jetzt müssen wir mal gucken, wie es sich überhaupt so entwickelt, wie die Tendenz so ist. Tendenz steigend. Also Brot und Bier steigt immer noch. Bücher wird gerade so ein bisschen problematisch. Da sind bloß noch 23 Tonnen im Lager. Da müssen wir wohl mal in der Bücherproduktion was machen. Gucken wir jetzt mal hier unten. Und da sehen wir. Wurst. Nehmen wir doch nochmal einen. Oh, ja, wir sind voll mit Fisch. Das ist auch. Ja. Das produziert Papier und die. Ach, hier ist die Bücherproduktion. Ist das nur eine? Ne, es sind zwei. Also ich bin eigentlich ganz zufrieden damit, dass auf meiner Hauptinsel derzeit alles ganz glatt läuft eigentlich. Was die Produktion und den Verbrauch und so angeht. Abgesehen von Wein, das ist natürlich gerade ein bisschen eingebrochen. Aber ich glaube, ich muss da noch ein bisschen was zulegen. Da habe ich eigentlich nicht so die Lust zu. Naja, bei mir ist es jetzt, ich muss jetzt gerade mal gucken, dass ich die Bücher ein bisschen ankurbel. Aber ich glaube, das ist auch machbar. Bleiben besser unter uns. Ja, Gabibibi, die weißt du, wie viel Holzfällerhütten man für eine Papiermühle braucht? Eine. Eine? Eine. Bist du dir sicher? Ja. Weil ich habe hier drei auf der Insel. Da habe ich ja drei. Verbraucht ihr noch irgendwas Holz? Das kann ich dir nicht beantworten. Na gut, dann müsste es ja theoretischerweise reichen. Dann brauche ich jetzt noch... weißt du, wie viel Indigo man für eine Bücherproduktion braucht? Du fragst mich Sachen. Nee, das kann ich hier leider nicht beantworten. Was denkst du, warum du hier mitspielst? So, ja, wenn das alles ist, ne... Bau am besten einfach mal 10, das dürfte ungefähr hin haben. Vielleicht auch 20. Ah, ich bin so ein Arsch, sicher. Ey. Ah, da sind die kleinen Kapellen. Was sind das denn hier für Felder? Das sind solche 3x4 Felder, okay? 1, 2, 3. Die unten, die sind ja hier an der Kirche mit dran. Keine Waren mehr her. Die sind da an der Kirche mit dran. Oh, ey, ich glaube, es hackt. Hier, jetzt wollen diese zahnlosen Bierschlürfer schon wieder auf meine Insel. Ja, Jung. Ach, kommt rein, Leute, kommt rein. Ich bin ja kein Unmensch. Ich hab ja keinen Bock, wie Van Ori auf die Schnauze zu kriegen. Och, die kriegen ordentlich zurück. Pest. Die Pest. So, kann ich jetzt... Wo ist denn der Onkel-Doktor? Ach, da oben. Ich muss doch wirken. Ich krieg mein Trebuchet von der Insel nicht runter, weil ich das Konto abgerissen habe. Ich Schlaukopf. Ah, Junge. Ja. So, dann lasst sie rein, die Bauernschleue. Oh, ach, bei dir auch, oder wie? Was? Oder hast du jetzt einfach nur ein paar Häuser gebaut? Ich habe jetzt einfach ein paar Häuser gebaut. Und würde gerne haben wollen, dass die aufsteigen. Eine Produktion kommt zum Erliegen.
Okay. Das scheint ein bisschen wieder zu steigen. Das hier steigt anscheinend auch. Oh ja, guck mal, hier kommt der Most. Und blöpp, geht's jetzt gleich. So, wie mache ich das denn am besten? Den habe ich ja hier schon stehen. Die großen bösen Bubis hier, die wollen anscheinend auch noch das Ding haben, was ich irgendwie ziemlich schwachsinnig finde. Da war doch die Quarzmine fast leer. Ja, alter Quarzer. Und die Bärenhöhle auch. Ja, es hätte gut durchaus knapp werden können. Ohne eure Hilfe kann ich diesen wichtigen Auftrag nicht erfüllen. Das hier ist der ideale Ort. Blockade aufheben. Hat der Opa wieder Probleme mit? Ach, das ist ja ein Witz. Das sind ja nur drei Schiffe. Das sind ja nur drei Schiffe. So. Ah, hier, die wollen aufsteigen. Drei Schiffe nur, das ist ja eine günstige Gelegenheit für dich. Ja. Kann sich meine Flotte ein bisschen üben. Okay, was machen denn die anderen Güter? Lasst von euch hören, wenn die Zeit gekommen ist. Papier steigert sich ja jetzt hoffentlich bald wieder. Für eure Zuverlässigkeit. Hatte ich noch keine Feuerwehren hier in der Nähe gebaut. Leder steigt auch noch. Okay. Oh, hier ist so eine Feuerwehr. Deckt doch alles ab. Gott, ich habe 550 Tonnen Pelzmäntel. Fleisch sinkt ein bisschen. Okay. Muss ich jetzt mal hier rüber gucken, ob ich das auch irgendwie pushen kann. Da brauche ich ja das Salz. Ach. Wie war das? Aus Salz und Kühen machen die Fleisch. Ja, außer sonntags, da haben sie frei. Und ich habe ja, glaube ich, keine Saline mehr. Doch, hier ist noch eine. Guck an. Das ist ja natürlich praktisch. Ab in die Kirche mit den Leuten. Ich muss mehr Kirche bauen. Salam alaikum. Es ist mir wie immer eine Ehre. Ach, der da oben in der Ecke auch. Die Kirche! So. Ja, ich muss gucken, dass ich hier an den Rändern überall Kirchen baue, wo ich bis jetzt noch keine hatte, damit die Leute mal langsam ein bisschen was aufsteigen. Ja, sonst gibt das nämlich keinen mit den paar tausend Adligen. Wie viel fehlt dir denn noch? Einige. Okay. Ich will aber erstmal die Bauernhäuser alle hochmachen ein, dann kann ich die nämlich wieder auf Vollkosten setzen. Meine Frau und ich sind mit dem zufrieden. Und dann kann ich mit den nächsten weitermachen. So, Patricia, scheinen alle da zu sein, oder? Überlege jetzt, ob ich meine Hauptinsel weiter pushe oder ob ich die Orientinsel noch ein bisschen ausbaue. 16. Das kann ich dir nicht sagen. Eine Handelsroute fehlen die Waren. Eine Handelsroute fehlen die Waren. Das ist auch seltsam. Ich glaube, es reicht. Ich höre wieder meine Steuern hier, sonst wird mir das zu bunt. Und die Adligen sind bloß noch gelb bei mir. Kommt die Säcke. Zum Erliegen. Wollen jetzt. Muss ich mal gucken, wo ich überhaupt ab. Hast du eine Insel mit Kupfer? Du fragst mich Sachen. Das gibt's da, glaube ich, bloß im Orient, oder? Ah ja, hier ist Kupfer. Kupfer. Ja, ich habe sogar eine Insel mit drei Kupfervorkommen. Ich weiß zwar nicht genau, wofür ich die brauche, aber wir werden sehen. Ja, du brauchst sie für die Adligen später, da kannst du Brillen daraus machen. Brillen. Ganz spannend. Ganz, ganz spannend. Dem fällt irgendwie erst ein, wenn sie Adlige sind, dass sie nicht richtig gucken können. Du weißt doch, dass große BB, ne?
Wo ist BB? Blind, nee, den Witz kenne ich jetzt blöd. Nicht. Ach so. Ja, so ungefähr. Der Sultan nee, erlaubt euch. Aber dieses Projekt müssen wir in der nächsten Folge machen. Das ist natürlich nicht so schön, aber was halt so sein muss. Tragik. Ne? Ja, diese Tragik. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Tja, Leute, sorry, aber O'Hare lässt mich leider nicht einfach so weitermachen. Der blockiert hier so ein bisschen. Deswegen genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst dem O'Härchen mal ein Däumchen nach oben da. O'Härchen, Däumchen, weißt du Bescheid. Und ansonsten hört und man, sieht man sich beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.